Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum nächsten Last of Us 2 Let's Play. Ja, Freunde, wir sind weiterhin immer noch mit der guten Abby unterwegs und dem kleinen Jungen hier. Und der Kleine hat jetzt letzte Folge auch seine Gasmaske bekommen am Ende der Folge. Und ja, wir machen jetzt genau an dieser Stelle weiter, denn unsere Aufgabe ist es, für seine Schwester Medizin zu besorgen, bevor sie stirbt. Und sie hat nicht mehr so viel Zeit zu überleben und deshalb hat uns der kleine Junge quasi eine Abkürzung gezeigt, oder wird uns eine Abkürzung zeigen, wie wir zum Krankenhaus kommen, denn das Krankenhaus ist jetzt eigentlich so gut wie unter uns und jetzt muss er uns weiterleiten und wir müssen gucken, wo es weitergeht, Leute. Jetzt machen wir weiter. Lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Ja, super, warum soll ich denn jetzt vor... Wie wär's damit? Womit? Ja. Niemals kommt er da hoch. Ist das ein Löschloch? Lev, hol das da runter. Ach hey, Lev hieß der. Lev, lecker Lev. Ah, Bruder, wie den hochgeschmissen hat, Alter. So wird, als wird er 20 Kilo wiegen. Ja, für Abby ist das ja auch nichts bei ihrem 45er Bizeps. Totleben, totleben. Ah, jetzt können wir uns hier runter sein. Ich verstehe. Ich geh mal runter. Sei vorsichtig. Komm schon. Du schaffst das. Da, du, da, die Feuerwehr ist da. Yalla, yalla. Runter, runter, runter. Ach du Scheiße. Also wenn hier keine Infizierten sind, guckt euch das mal an. Gleich kommt Blota Mateus wieder. Blota. Diese Blotas, Alter. Ach du Scheiße, das ist der Junge. Ich dachte, wer ist denn hier gerade neben mir? Komm hin. Möge der Strom ruhig sein. Möge die Macht mit dir sein. Ach du Scheiße. Da geht's aber ganz schön weit runter. Was ist hier? Liegt hier noch Looten? Hadouken. Da lag da irgendwas gerade. Ja, da lag ein Brief. Gut, dass wir nochmal hier reingegangen sind, weil sonst hätten wir den Brief jetzt nicht gefunden. Avery, im Black Ray Hotel ist eine große Gruppe von Infizierten, vermutlich die, die aus dem Krankenhaus gekommen sind. Du und dein Team müsst das Ganze von innen einreißen. Benutzt den vorhandenen Sprengstoff und Fernzünder. Viel Glück. Okay, da wenigstens noch ein bisschen Munition für uns hinterher. So, jetzt müssen wir uns hier rüber. Oh, Abby, das ist hoch für dich. Wackelt da schon, aber wackelt, wackelt. Ich mache immer noch gerne das Licht an, wenn die Gegner da sind, um die ein bisschen zu blenden. Blender mich. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter! Hab ich mich gerade erschrocken. Ach du Scheiße. Das Ding ist in die Mauer. Alter, ist es nicht geblieben. Ich hasse Dämonen. Wem sagst du das? Dämonen, Alter. Was für Dämonen, ey. Krieg ich noch mehr Angst von den Dingern, wenn ein Dämon sagt. Ein Dämon. Boah, Digga, hör mal auf, ey. Krieg ich Panik, wenn ich sowas höre. Hab ich voll Respekt vor, ne? Komm mal wieder aus der Wand raus, Peter. Oh, Abby, nein. Das ist zu hoch. Abby, nein. Abby. Halt deine Schnauze. Stockwerke müssen wir wohl noch runter. Keine Ahnung. Ist ein großes Gebäude. Ja. Nur weil du in den Pool gefallen bist, Abby. Alles deine Schuld. Ach, geil. So. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, oh mein Gott, Digga. Wieso wachsen die da alle aus der Mauer raus? Oh mein Gott, nein! Boah, zum Glück habe ich diese Messer. Ohne die Messer wäre ich am Arsch. Stark. Der Lev, lecker Lev, weiß, wie man hier die Gegner besiegt. Oh Mann. Lev, gut, dass wir die Abkürzung genommen haben. Wo hier die ganzen Dämonen sind? Das war ein Witz, Lev. Oh. Ja.
Bester Name. Lev. Mein Name ist Lev. Man nennt mich auch Lecker Lev. Ah, da geht's also auch weiter. Mach mal Platz da. Ich will mal gucken. What is, hier gibt's gar nichts. Okay, es geht auch. Hallo, Lev, Junge. Mach Platz da. Ich kann uns hier irgendwas basteln. Jawohl, so diese schönen Platzpatronen. Die sind unnormal geil. Okay. Ja, die Messer brauchen wir auch, ey. Die brauchen wir immer zum Verteidigen gegen die Klicker. Bisschen Schalldämpfer, Maldämpfer. Perfekt. Oha, neue Waffe? Danke, Fett. Was ist das denn, Alter, für eine Waffe? Was? Ach so, Flammenwerfer. Lol, wirklich Flammenwerfer. Ach, geil. Oh mein Gott, nein. Nein, nein, nein. Ich will ihn verbrennen, Digga. Ich will ihn verbrennen. Mal gucken. Oha, so ein bisschen reicht schon. Regen die mich auf, aus ihrer Wand kommen die da raus, Alter, wie Harry Potter. Kennt ihr, wo der noch damals durch die Wand gesprungen ist, Harry Potter? Genau so, ey. Ja, perfekt, dann können wir hier schon mal das Medikit nehmen. Und dann nehmen wir das wieder auf und haben wieder drei voll. Easy going. Mach dir die Tür auf. Hä, wo geht's denn jetzt hier weiter? Wo ist denn Lev? Ach, da drüben geht's echt weiter. Lol. Das habe ich gar nicht gesehen gehabt. Ja, gut, dass wir da rübergegangen sind. Hätten wir den Flammenwerfer nicht bekommen, ne? Dann hätten wir echt die Waffe übersehen. Oh, geht das hier weit runter, ey. Leben ist full. Gleich kommen die Dinger wieder aus der Wand raus, ey. Der kommt ja Peter Parker vom Spider-Man. Spider-Man. Ist die ganze Zeit so am Atmen, Alter. Zum Glück gibt es hier keine Spinnen in diesem Game. Das wär wirklich dann fürchterlich. Okay, da kann ja auch safe rüber. Es gibt so viele Wege gerade wieder. Oder ne, es gibt doch nur einen Weg. Blinder Dämon. Hinter uns, hinter uns. Blinder Dämon? Wie Blinder Dämon? Oha. Ach, hier geht's auch rein. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Oh, dicke Flammenwerfer-Munition. Nehmen wir doch gerne mit. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, nein, nein. Nein, nein. Weg von ihr. Oh. Einen kurzen Spritzer. Kommen da noch mehr? Oh mein Gott. Verbrenn doch. Warum verbrennt der nicht? Hallo. Ich will, dass der ver... Ah, okay. Der schöne Fernseher, Alter. Ich hab den Fernseher safe mitgenommen. Diese Drachenwaffe ist beeindruckend. Drachenwaffe. Ja, was der immer für coole Wörter drauf hat. Drachenwaffe, ey. Verschwinden wir. But the question, which way we have to go? There are so many ways. Ah, okay. Blotta Matthäus ist wieder da! Blotta! Ja, wie easy, Alter! Voll geil mit diesem... Ach du Scheiße! Ich wollte schon sagen, es hat sich nicht nach einem normalen Vieh angehört. Es hat sich schon ein bisschen brutal angehört. Ja. Okay, so, gucken wir mal weiter. Abby, Abby, Boop, Abby, Baby. Aber sie lernt dazu. Ich glaube, am Ende des Spiels wird ich safe keine Angst mehr haben von Höhen. Weil Lev ihr geholfen hat. Ne? Ach du Scheiße. Saru! Da, guck jetzt.
Ich hab so gewusst, man hat's richtig gesehen, dass der da in der Wand am Kleben ist. Ja, die arme Schwester von Lev, Alter, wie soll die das überleben so lange? Ja, da geht's jetzt weiter niemals. Meint ihr? Überspringen macht keinen Sinn. Okay, dann geht's wirklich hier weiter. Oder waren wir hier schon gerade? Nee, ne? Können wir noch irgendwas Schönes herstellen? Ja, wieder ein bisschen ein paar Messer. Messer ist immer gut. Messer ist gut. Und wir machen... Ah, scheiße, es fehlt uns ja eine Schere. Ist das hier verschachtelt, Alter? Allein schon diese Karte herzustellen hier gerade, dieses Haus zu konstruieren. Ich will nicht wissen, wie lange das gedauert hat. Hä? Die haben wir den doch gerade verbrannt. Geh doch schneller, Lev. Wo soll es denn jetzt hier weitergehen, Digga? Ich hab hier gar keinen Überblick mehr, ne? Sieht ja alles gleich aus, ne? Wisst ihr, wie ich meine? That's the problem. Everything looks like the same shit, man. Geht's hier wohl doch easy runter. Lothar! Ich persönlich finde, man hätte hier noch mehr verschiedene Gegner einbauen können in das Spiel. Auch zum Beispiel von mir aus jetzt Krokodile oder ihr wisst, was ich meine. Dass man halt noch mehr Abwechslung an Gegnern hat. Boah, da hat aber jemand richtig Druck gehabt auf den Eiern, ey. Hat er das ganze Bett auseinandergenommen. Schwierige Situation. Diese Geräusche hier, Alter. Stimmt es, dass Isaac die alte Garde erledigt hat? Hört mal, ja. Ich hab gehört, er foltert Leute. Lass uns jetzt nicht darüber reden. Du folterst doch selber welche, Abby. Kannst ja mal sagen, wie du Joel gefoltert hast. Hast du schon mal wen gefoltert? Lev. Sag's! Lass uns erstmal von hier verschwinden. Ja, fällt dir nicht einfach darüber zu reden, ne? Miststück, ey. Mist. Sorry, aber. Okay, ein Fortschritt. Bist du okay? Ja. Und du? Soll ich ehrlich sein? Nicht mein bester Tag. Es gibt hier so viele Wege, verdammte Scheiße, ne? Hart. A water, a bottle of water. So, gucken wir mal hier. So, weiter runter. Dass hier alles eingestürzt ist, ne? Vielleicht war das ja richtig. Vielleicht liegt hier jetzt irgendwas Tolles. Ne, schade. Ich hab gedacht, ich hab jetzt einmal was Cooles gemacht. Ich hab Angst, dass gleich wieder so ein scheiß Ding aus der Wand kommt. So ein bisschen Horror ist schon dabei, oder? Seid mal ehrlich, Freunde. Ja, hallo. Ich habe nicht gesagt, ihr sollt die Tür aufmachen. Ihr solltet die Munition aufheben. Oh, hey. Abbrechen, genau. Erstmal hier schön looten, Alter. Ich hab Bock, die gleich wieder alle zu verbrennen. Wie sieht das aus, ob das Shisha-Bar hier war früher? Puh, okay. Über stabilen S, Kappa. Ach geil, Lev läuft auch mit Taschenlampe lang, komm. Das ist die Höhle des Löwen, Alter. Die ist wirklich schön. Guck mal, die ist am Nachdenken. Hm, was mache ich heute? Laufe ich gegen die Wand oder gegen die andere? Oh oh. An der Wand.
mein Gott, Alter! Die kamen auf einmal so auf mich gesprungen! Oh, oh, jetzt kommt Blutter Matthäus. Wo ist Blutter? Blutter! Sonst wieder mal da, Alter! Oha! Ach du Scheiße. Ja gut, da kam noch mal ein Klick-Klick von hinten. Klick-Klick. Klein Klicker. Ah ja, der hat mich erschrocken, ey. Wo sind wir denn jetzt hier wieder? Blutter Matthäus. Ich glaube, das ist nicht so schlau, diesen Weg hier zu wählen. Gehen wir lieber erstmal hier lang. Erstmal den ganzen Klicker ausschalten. Oh mein Gott, hier ist auch noch einer. Oh mein Gott, Digga. Ja, super, Uwe. Lass los! Nein! Nein, ich bin am Arsch, Bruder. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Oh mein Gott. Aona Tsiki Sujuk. Wo ist der? Oh, der ist an wie so ein Löwe, Alter. Oh, König der Löwen. Alter. Oh Gott, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Oha! Ah! Mein Gott, Alter, verpisst euch doch alle jetzt! Ich muss hier weg, ich muss hier weg! Ich muss hier weg! Ist wieder am Kotzen, Alter. I need some life. Left, Bruder, du musst chillen. Ey, Digga, der überlebt zu viel, ne? Kann das sein? Jawohl, boah, die Waffe, Alter. Ein Schuss in seinen Körper, direkt tot. Verdammte Scheiße, Alter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Verpiss dich, nein. Jawohl, wichtig, Abby, Alter. Ey, was? Schöne Abkürzung hat uns der Leffi hier rausgesucht. Der große Dämon ist tot. Ja, ist er. Na los. Boah, Alter. Der macht einen so paranoid, dieser Typ, wenn er sich macht, Digga. Das ist wie nach der Altstadt am Wochenende an. Wenn ich am Morgen aufstehe, so auf Toilette. Mama mia, ey. Mann, die Stelle war jetzt gerade nicht so cool, ey. Nicht so einfach. Deshalb lass uns lieber erstmal schön nochmal hier alles looten. Nicht, dass uns am Ende hier noch ein paar Sachen fehlen. Aber die Messer sind echt wichtig. Die müssen wir unbedingt herstellen. Das können wir nicht mehr machen. Wir haben noch diese Brandgranaten. Die sind auch sehr, sehr wichtig. Würde ich eher sagen, machen wir es so. Packen hier die mit den Brandgranaten rein, Digga. Die Waffe ist bestimmt krank wieder. Wisst ihr, wie geil diese Schüsse brennen? Das sind so Schüsse, wenn ihr nach KFC auf Toilette geht. So, solche Schüsse sind das. Wir müssen dann diesen einen Aufzug rein. Alter, schon wieder 20 Minuten am Spielen. Also wirklich, bei dem Spiel, die Zeit ist so am Fliegen, ne? Ich glaube ungefähr, Freunde, dass wir noch so 6 Stunden vor uns haben. Oh oh, hört sich nicht gut an. Floor. Wir sind Floor 5. Verdammtes Gebäude. Oh oh. Digga, Digga, Alter. Das ist gerade echt die Hölle hier, ne? Das ist gerade echt hart, diese Mission hier. Muss man alles schön mitnehmen. Leben voll machen. Was ist das? Eine Münze. Eine kleine Mütze? Mütze. Was? Münze. Wir wissen ja gar nichts, ey. Habt ihr überhaupt was beigebracht bekommen in eurer Ska-Schule? Okay. Boah, Alter, was ist das für eine
Also wirklich Respekt geht raus an die Macher, ne? Dieses Spiel, was ein Aufwand das sein muss hier, ne? Something happened now. Du kannst die Maske abnehmen. Endlich. Danke. Endlich. So. Heul doch nicht jedes Mal rum, ey. Ja, erstmal schön in die Pfütze rein, Alter. Ach, geil. Bah, was ist denn mit ihrer Hose passiert? Guck mal ihren Arsch an, Digga. Ist schon am Verschimmeln. Okay, haben wir nix. Das Krankenhaus. Wer ist das? Wir haben es geschafft. Ja, jetzt, haben wir. Und jetzt kommt noch der Endboss. Siehst du den Aufzug da vorne? Ja. Das wäre der Weg gewesen. Keine Infizierten. Cool, F. Oha. Ja, krass, dann werden wir von ganz... Du musst den anderen nicht sagen, was los war. Ich will nicht, dass Yara sich sorgt. Du bist ein guter Bruder. Kann ich dich was fragen? Weil keine dicke Party sein. Okay. Bereust du, dass du dich rasiert hast? Bei uns gibt es keine Reue. Lev. Ich hätte einfach weglaufen sollen. Dann wäre Yara das alles nicht passiert. Sie wäre zu Hause, bei unserer Mutter. Braucht eure Mutter zu Hause denn Hilfe? Sie ist unsere Mutter. Es ist unsere Pflicht. May, she guides you. Mein Gott, überall steht das, ey. Die sind ja echt verrückt, die Leute, ne? Sie führe dich. Was liegt denn da? Ein Schuh? Wow, wunderschöne Schuhe. Wollt ihr die haben, Leute? Ich gönne euch. Ich hoffe, jetzt wird uns hier nichts erwarten, Alter. Was? Sind das Kakerlaken? Was? Ist das ekelhaft, Digga. Boah, vor sowas ekel ich mich abnormal. Aber abnormal. Boah, hier sieht es jetzt richtig wieder Uncharted Last of Us Feeling-mäßig aus, ne? Seid mal ehrlich. Dich töten wollen. Ich störe sie höchstens bei ihrer Backgammon-Runde. Was ist Backgammon? Ich gehe vorne rein, hol mir das Zeug und komme wieder. Du bleibst hier, ja? Ja. Okay. Boah, guckt euch das Wasser an, Digga. Wie viel die atmen kann, ne? Wie viel die... Guck mal, wie lange die unter Wasser bleiben kann. Juckt immer noch nicht. Boah, sieht hier so geisteskrank aus. Okay, da geht's, glaube ich, nicht hoch. Hier müssen wir hoch. Eindringling? Ich bin ein Wolf! Nicht schießen! Ich bin's! Abby! Abby? Das ist Abby. Scheiße. Ist der lang? Tor aufmachen! Hey, Leute. Scheiße, bist du hergeschwommen? Oh, das Boot hatte einen Leck. Ich brauche medizinische Vorräte. Ich erledige was für Isaac. Wir bringen all diese Dinge zu Isaac. Was braucht er? Kann nicht drüber reden. Es hat nichts mit der Basis zu tun. Tja, alles wird eingepackt und weggeschafft. Sieh mal nach, ob jemand hat, was du brauchst. Hey, ist Nora auch hier? Gestern meinte sie, dass sie herkommen will. Nora. Gerade mit dem letzten Transport los. Aber sie kommt wieder. Okay, danke. Wie kommen die immer noch an neue Rekruten? Vielleicht verpassen sie allen Eindringlingen eine Gehirnwäsche. Okay. Na, wenigstens können wir jetzt hier chillen, Alter. Jetzt wissen wir, keine Gegner kommen, alles entspannt.
Glück gehabt. Ah, lag doch etwas, oder? Ah, ne, voll Ziegelstein. Das ist das Krankenhaus, wo wir mit Ellie auch gewesen sind, Freunde. Wo wir dann da alles vernichtet haben, was uns in den Weg gekommen ist. Wisst ihr das noch? Und dann noch Nora in dem Keller und so. Genau hier war das. Ey, jetzt finde ich das gerade ein bisschen cool, dass man hier so einen kleinen Rückblick hat. Also nicht, dass wir auch vorher mit... Oh mein Gott, das war genau hier. Erinnert ihr euch noch dran? Genau hier, wo wir mit Ellie standen und dann hier alle umgebracht haben. Das war wirklich genau diese Stelle gerade. Krass. Da wird die ganze Basis auseinandergenommen, wenn man so überlegt, ne, Abby? Einfach mal kurz Munition klauen. Alles easy. Okay. Wow, was ist denn hier passiert, Alter? Räumt ihr hier immer noch auf? Yep, eine nach der anderen. Sind da noch Vorräte drin? Versteh mich nicht falsch. Ja, wir haben noch einige Etagen vor uns. Okay, müssen wir anscheinend wohl doch ins Krankenhaus rein. Ich habe gedacht, vielleicht gehen wir links lang irgendwo, aber dem ist nicht so. So ist es nicht. Hallo? Hallo? Ich schwöre, die Tür war gerade offen, ne? Wenn jetzt zu ist, ne? Bug. Ich schwöre, Bug. Ey, was ist das denn? Jetzt. Aha. Hey. Abby. Wurdest du auch hergeschickt? Ja, was sei nackt. Ich brauche medizinische Vorräte. Kannst du mir zeigen, wo... Abby, Isaac hat sich gemeldet. Du sollst zurück zur Basis. Ich rede noch mit Isaac. Mach das persönlich. Du fährst mit der nächsten Lieferung. Sorry. Was soll das denn? Sie ist seit gestern fahnenflüchtig. Ach du Scheiße. Du streck die Hände aus. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Digga. Hey! Hey! Lass mich jetzt hier raus! Krass, was noch alles so passiert ist in der Zwischenzeit, ne? Du wirst dir die Schulter auskugeln. Nora. Wow. Hätte nie gedacht, dass du es dir mit Isaac versaust. Und war Owen im Aquarium? Ich weiß es von Manny. Ich brauche Verbandszeug. Wieso? Was ist mit ihm? Compartment-Syndrom. Zertrümmerter Arm. Du behandelst ihn doch nicht, oder? Mel. Wir haben nicht viel Zeit. Scheiße. Das meiste, was wir hier hatten, wurde schon weggebracht. Was? Die unteren Etagen fehlen uns noch. Und gibt es das da? Ja, wahrscheinlich, aber... Es ist hart da unten. Oh nein. Ich komm klar. Jetzt müssen wir da unten rein in diesen Keller, wo wir mit Ellie auch waren. Oh. Wenn sie dich kriegen, hatte ich nichts damit zu tun. Na klar. Okay, dann komm. Super, jetzt geht's da runter in den Keller, ey. Compartment-Syndrom. Fuck. Ja. Gut, dass er mit einer Ärztin liiert ist. Ist Mel okay? Ja. Sie war so fertig nach dem Gespräch mit Isaac. Isaac hat mit ihr geredet? Als ihm klar war, dass du weg bist, hat Isaac uns alle verhört. Er war nicht nett zu ihr. Hat jemand geredet? Nein. Nora! Wo wollt ihr beiden hin? Abby holen. Das Boot ist abfahrbereit. Da sind noch Kisten im dritten Stock. Könntet ihr die erst holen? Das Boot ist ziemlich voll. Bitte, sonst bin ich den ganzen Tag hier. Na schön. Danke. Sie sind weg. Keine Sorge, keiner hat geredet. Komm schon. Bist du okay? Immer. Manny macht sich große Sorgen um dich. Weiß er, dass ich hier bin? Er wird's bald wissen. Moment. Alles okay. Gut. Also,
Er wird's bald wissen. Und was hat Owen vor, wenn Mel den Arm amputiert hat? Er hat von Santa Barbara gesprochen. Er weiß, dass das Schwachsinn ist, oder? Gott, Mel tut mir so leid. Ja. Mir auch. Okay, hier sind die Intensivstation, das Traumazentrum und Operationssäle. Klingt perfekt. Es gibt einen Grund, warum wir hier noch nicht waren. Das war Ground Zero für die ganze Stadt. Hier brachten sie die ersten Infizierten hin, als es losging. Nein. Es wird total überwuchert sein. Super. Ach du Scheiße. Danke, Nora. Dein Überleben sei lang. Und mein Tod sei schnell. Wir sehen uns in der Basis. Bald, hoffe ich. Ja. Oh, jetzt sind wir auch noch wieder auf uns alleine im Krankenhaus gestellt. Super. Das kann ja jetzt was werden hier, ne? Das kann jetzt echt was werden, ne? Ein bisschen Paranoia habe ich jetzt schon. Ich mag das nicht so alleine in Krankenhäusern zu sein. Das ist ja wie Outlast. Braucht ihr noch keine Maske hier? Okay. Operationssaal, Trauma, intensiv. Na mal los. Aber safe kriegt ihr gleich Flashbacks. Weil sie ja auch im Krankenhaus war, als ihr Vater gestorben ist. Boah, das ist schon echt gruselig hier mit diesen Rollstühlen und sowas. Seid mal ehrlich, Alter, Mann. Gleich safe musst du die Maske aufziehen. Trauma. Sieht sich einfach allein. Nicht so schlimm aus. Ja, halt die Klappe, Alter. Sieht gar nicht so schlimm aus. Und genau jetzt kommt ein Lothar Matthäus. Guck jetzt. Andi, da müssen wir schon runter. Ach du Scheiße. Sieht gar nicht mal so schlimm aus. Guck mal da unten, was dich da erwartet, Abby. Okay, dann Trauma oder Chirurgie. Ach, super, ey. Das Horrorkrankenhaus. Oh, hier will ich aber echt ganz schnell raus. Kapelle? Ach du Scheiße, Digga, noch Kapelle und sowas, ey. Eieiei. Notaufnahme. Das Traumazentrum muss da drin sein. Geschlossen halten. Notaufnahme, Quarantänenzugang. Ach du Scheiße, Digga. Was haben wir denn hier drin? Ah, perfekt, können wir vielleicht jetzt mehrere Waffen wieder. Ne, ist ein Brief drin, ne? Ich bin der Letzte meiner Einheit. Alle anderen, die mit mir gehergekommen sind, sind tot. Wir konnten die meisten Türen sichern, aber an manche sind wir aufgrund der Übermacht der infizierten Patienten nicht herangekommen. Wir haben nicht mit dieser Art von Widerstand gerechnet. Ich dachte, sie sind krank und schwach. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit ansehen muss, wie sie meine Männer in Stücke zerreißen. Ich habe mehrere Bisswunden an Armen und Beinen. Ich werde noch ein paar von diesen Viechern auslöschen, bis meine Kugeln zur Neige gehen. Dann folge ich meiner Einheit an den Finder. Ach du Scheiße. Ihr werdet mehr Soldaten herschicken müssen, um diesen Bereich vollständig zu sichern. Allerdings hoffe ich, dass ihr dieses Gebäude in die Luft gejagt habt und nicht so blöd seid, es eindämmen zu wollen. Viel Glück, ihr Arschlöcher. Ihr habt euch gut gewehrt. Ja, zu gut, dass die jetzt auch am Überleben sind, auch am Leben sind, oder? Aber spätestens jetzt würde ich schon Panik kriegen, ne? Kapelle und sowas. Hart, Digga. Hart. Wollen die heute wirklich wieder da reingehen? Jedes Mal kommt nur die Hälfte des Trupps wieder raus. Wir haben das Labor verloren. Ich glaube wirklich, das war's. Und tut mir leid, dass wir wie in der Schule Zettel hin und her schreiben, her und her schieben, aber ich traue diesen Soldaten nicht. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Warum bringen die uns nicht heraus? Sie sagen andauernd, die Evakuierung findet statt, sobald sie sicherstellen können, dass das Gebäude eingedämmt werden kann. Ich meine, sehen oder hören die denn nicht, was da unten los ist? Das Thema ist doch durch. Ich glaube, es geht nicht um Eindämmung. Ich glaube, es geht um die Forschungsdaten. Wir müssen hier weg. Unsere Freunde da unten können noch am Leben sein. Du hast doch gesehen, was diese Viecher machen. Das hat keiner überlebt. Zumindest nicht so lange. Es ist sehr schrecklich, aber sie sind tot. Gut, dass ich beim Ausbruch nicht dabei war. Heilige Scheiße. Ich würde doch mal gerne die Rückseite lesen.
Die haben wir noch nicht gelesen. Was schlägst du vor? Ich sehe Scott mit dem, Travis Scott mit dem Soldaten streiten. Er hat offensichtlich genug von all dem hier. Wir holen ihn und suchen einen Ausgang. Warten wir noch einen Tag ab, mal sehen, was diese neuen Soldaten machen. Einen Tag, dann handeln wir. Danke. Okay. Hart. Okay. Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen was. Dann können wir gleich in diesen Raum, da rein. So. Okay. Alles klar, wir können reingehen. Boah, wir sind immer noch nicht bei 40 Minuten, Mann. Du liebst mich jetzt sagen, ja, Freunde, wir hören jetzt auf, aber komm, ich zieh noch ein bisschen durch für euch. Komm. Ach du Scheiße, Digga. Ach, geil, ey. Ach, geil. Oh Gott. Warum tut die sich das an? Alter. Da steht safe auf. Okay, das ist zu viel. Schieß lieber einmal drauf, bin ich ganz ehrlich. Okay, hat nichts gebracht, dann wird er auch nicht aufstehen. Er kann nicht aufstehen. Alter Schwede. Notaufnahme, Bruder, ey, was geht hier ab? Ich bin ganz ehrlich, auch wenn die mein Leben gerettet hat, ich würde mich das nicht trauen, glaube ich. Würdet ihr euch das trauen? Weil dir könntest du dein Leben wieder so schnell verlieren, vor allem noch alleine hier, Digga. Die Lampe an, schnell. Das riecht mich irgendwie auch Doom. Kennt ihr noch das Spiel Doom von damals? Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Zum Glück bisher noch nichts passiert. Oh Gott, Scheiße. Okay, gucken wir mal weiter. Intensivstation und sowas. Ich hasse, wenn ich eins hasse in meinem Leben, sind es wirklich Krankenhäuser. Ne? Ich hasse Krankenhäuser. Oh mein Gott. Da ist safe einer in der Wand. Vielleicht habe ich keine Schalldämpferschüsse mehr. Was haben wir denn hier Schönes? Komm schon, gib mir irgendwas. Nada. Nada, niente. Es gente, Callejón. Oha, hier nochmal Flammenwerfer-Munition. Die können wir schon mal direkt aufladen, damit wir gleich volle Kanne die Flammenwerfer-Munition draufballern können. Krankenwagenzufahrt. Krankenwagenzufahrt. Okay, ich weiß nicht, ob es da Leiter geht. Scheiße. Nein! Nein, nicht da aufmachen, nein! Oh Gott. Oh Gott. Scheiße, was ist das? Ach du Scheiße, Digga. Bruder, das ist aber ein richtiger Bloter. Ist nicht der Luther Matthäus, das ist der Bloter Matthäus. Oh Gott, kann die da durch? Kann die da durch? Ja, die kann da durch, safe, ne? Nein, nein, nicht da durchgehen. Gucken erstmal hier, ob das hier aufgeht. Ich werde gleich die Folge safe beenden, Alter. Das reicht mir langsam. Nein, nein, nein. Abby, aufhören. Bleib lieber hier. Strom. Gut. Dann also zum Operationssaal. Digga. Sorry, dass ich so wenig rede gerade, aber ich muss... Oh Gott. Ich muss auf jeden Fall gerade hier ein bisschen... Die Situation checken, die Lage checken hier. Also ich wüsste wirklich nicht an ihrer Stelle, was ich jetzt machen würde. Ich könnte nicht hier so rumlaufen wie sie. Wow, wir haben 172. Ja, easy, Alter. Lass uns das doch mal direkt verbessern eben hier. Atem anhalten. Ne, ist nicht so wichtig, finde ich. Bewegungsgeschwindigkeit mit gepackten Gegnern. Auch nicht so wichtig. Schnellere Medikits. Was haben wir hier? Schnellere Ziele. Bewege dich beim Zielen schneller. Okay, das ist vielleicht interessant zu machen. Dann haben wir noch hier Jagdpistolen, Munition anfertigen. Okay, können wir auch machen. Und wir haben schnellere Fertigung. Fertige Gegenstände doppelt so schnell an. Okay, machen wir. Dann haben wir stärkere Nahkampfwaffen. Okay, machen wir auch. Verbesserte Rohrbomben. Okay, sind noch tödlicher dann. Perfekt. Verbesserte Schalldämpfer. Die Haltbarkeit von Schalldämpfern. Da würde ich eher sagen, nee, das geht nicht. Okay, komm, machen wir das hier. Verbessern. Dann haben wir mehr Schalldämpfermöglichkeiten. Perfekt. So. Okay. Ich guck nochmal vorher hier.
Es ging doch gerade irgendwo noch rein, Leute. Ohne Scheiß. Irgendwo konnte man noch reingehen. Ich glaube hier. Achso, nee, da geht die gar nicht rein. Als ob die sich dazwischen quetschen könnte, ne? Okay. Oh oh. Operationssaal. Gut. Und ja, Freunde, genau hier machen wir bei der nächsten Folge weiter. Kurz vor dem Operationssaal. Auf jeden Fall wieder eine sehr interessante Folge. Also mittlerweile macht es immer mehr Spaß mit Abby. Anfangs war es nicht so geil, aber jetzt wird es immer spannender und spannender, finde ich. Und es ist dasselbe Krankenhaus, so wie wir auch mit Ellie Nora getötet haben. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns bei der nächsten Folge morgen wieder. Danke für euren Support. Teilt das Video mit euren Freunden weiter. Resident Evil werde ich auch noch hochladen, Leute. Tut mir leid, meine VR-Brille ist wie gesagt kaputt. Ich warte auf die neue. Die sollte entweder Samstag oder Montag kommen. Und dann geht's wieder weiter mit den Livestreams. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao.